Zum 1.1. diesen Jahres hat sich Folgendes geändert. Die männlichen Tiere dürfen nur noch unter Narkose kastriert werden. Das heißt, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Zum einen kastriere ich die Tiere nicht mehr, mache Ebermasch, oder ich kastriere die Tiere unter Betäubung. Ich habe mich dafür entschieden, da ich das richtig finde, dass man die Tiere gar nicht mehr kastrieren muss. Das ist gar kein Eingriff in das Tier. Und zum anderen habe ich mich für den Eber entschieden, weil ich schon mittlerweile über 10 Jahre Eber mäste und meine Erfahrung damit habe. Unsere männlichen Tiere sind nicht die klassischen Endprodukttiere. Und der Muskelfleischanteil waren die immer eher ein bisschen fetter. Und gerade mit den jungen Ebern hat man natürlich den Nachteil einfach ein bisschen ausgleichen können. Bei Eberfleisch können Geruchs- und Geschmacksprobleme auftreten. Wir als Verarbeiter wollten diese Position nochmals überprüfen und waren grundsätzlich offen gegenüber der Verarbeitung vom Eberfleisch. Bei der Schlachtung stellen wir uns mit verschiedenen Maßnahmen auf die Eber ein. Zum einen werden die Eber zu einem speziellen Zeitpunkt an den Schlachthof gebracht und zu gewissen Zeitpunkten auch geschlachtet. Die Aufstallung erfolgt getrennt von weiblichen Tieren oder kastrierten männlichen Tieren. Wir haben die Möglichkeit, die Eber in kleinen Buchten aufzustallen, damit die Gefahr von Rangkämpfen auch vermieden wird. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, die Eber zu duschen oder zu berieseln, beispielsweise im Sommer, um Hitzestress eben zu vermeiden. Der Unterschied von der normalen Mastschweinehaltung zu den Ebern ist eigentlich gar nicht so groß, wie man sich es immer vorstellt. Der Hauptgrund in meinem Fall sind, die Tiere sind irgendwo ab 80 Kilo sind agiler. Sie springen eher auf, wollen den Sexualtrieb ein bisschen mehr ausleben. Oder, ja, das ist der Unterschied, sie sind agiler und dadurch brauchen sie etwas mehr Platz. Die Großgruppenhaltung ist problematischer. Und wir halten sie jetzt in kleinen Gruppen zwischen 12 und 13 Tieren, füttern sie alle gleichzeitig, jedes Tier hat seinen Fressplatz. Und da muss ich sagen, ist das problemlos möglich und auch praxistauglich. Der Vorteil von der Jungeber zu den normalen Mastschweine ist einfach die gute Futterverwertung. Man braucht weniger Futter für das Kilo Fleisch oder das Stück Tier. Und von dem her ist das einfach auch nachhaltig. Wir als Verarbeiter müssten leider feststellen, dass das Fleisch für Fleischerzeugnisse aus ganzen Stücken hergestellt, im natürlichen Zusammenhang belassen mit eingelagerten oder aufgelagerten Speck, wie bei traditionellen Kochschinken, nicht geeignet ist. Allerdings finden am Markt die Erfahrung, dass Fleisch, Frischfleisch, durchaus ohne Speck dann eben vermarktet werden kann. Auch gut eignen sich marinierte Fleischzubereitungen oder auch Hackfleisch in Vermischungen. Ja, dort treten meinem höheren Sagen hin keine Probleme auf. Also im Rahmen des Projekts haben wir auch eine Anlage zur Erkennung von speziellen Ohrmarken integriert. Das heißt, die Eber sind gechippt mit RFID-Ohrmarken. Diese Daten, zum Beispiel Gewicht der Tiere, Magerfleischwerte etc., werden an den Schweinezuchtverband übermittelt, sodass man in Zukunft beispielsweise eine Selektion auf Ebergeruch hat. Also wo sind die Tiere mit den geringsten Geruchsauffälligkeiten und natürlich auch Schlachtwerte wie Gewichte optimieren, Magerfleischwerte.